Das Promi-Geflüster heute wieder mit einer neuen Ausgabe und ja, sind auch immer mal wieder neue Namen bei uns am Start. Die haben bei uns natürlich auch eine Chance, die man vielleicht noch gar nicht so wirklich kennt. Aurel, so heißt mein heutiger Gast. Er ist wirklich ein toller Musiker, hat jetzt gerade wieder ein Doppelalbum sogar draußen, über das wir gleich sprechen werden, aber viele von euch kennen ihn auch, seine Stimme als solches. Er war ist unter anderem bei NDR 2 im Radio zu hören oder zu hören gewesen, wer weiß, vielleicht ist er noch. Ist nicht ganz mein Sender, aber da fragen wir nachher auch, also weil ich ja ganz woanders wohne, als wo der NDR 2 ausgestrahlt wird. Dann natürlich auch die Werbung. Da ist bestimmt euch die Stimme schon aufgefallen, sei es McDonald's, sei es Warsteiner. Auch unter euch Schlagerfreunde Thomas Anders und Florian Silbereisen, das Debütalbum, hat er auch sozusagen eingesprochen. Und wie die Stimme klingt, oder ich weiß nicht, jetzt wer? Promi-Geflüster, das einzig wahre. Promi-Geflüster, das Original, jetzt live. Okay. Hey, dann sage ich mal Hallo und herzlich willkommen, Aurel oder Stefan, so dein eigentlicher erster Vorname sozusagen. Genau, ja? der erste Vorname ist Stefan, der zweite ist Aurel. Aha. Und da muss ich zum Ende zwei was sagen, das ist 30 Jahre her. Da war ich in der ersten Schulklasse, glaube ich. Also das ist schon verdammt lange her. Und später war ich bis vor 30 Jahren beim WDR und habe dort moderiert. Aha. Und als du sagtest, Thomas und Florian, da gibt es auch noch eine ganze Menge andere Kandidaten, ja, natürlich. Die besprochen wurden. Also sehr viel aus dem Schlagerbereich, aber auch die neue Rolling Stones zum Beispiel durfte ich einsprechen. Also es wird bunt angeboten, allerdings auch musikalisch und das ist ja wichtig. Das ist wichtig, ganz genau. Also wie gesagt, das ist mir schon im Vorgespräch aufgefallen, deine Stimme, die ist wirklich hier was ganz Eigenartiges, sehr ja, besonders, sage ich jetzt mal, auch fürs Radio geeignet. Und das war eigentlich auch so, was mir ganz gleich dann aufgefallen ist. Und das zeichnet sich natürlich auf deiner CD wieder, auf deinem Doppelalbum, was ja eigentlich jetzt kürzlich erst erschienen ist. Ne? Ja, da genau, das ist... Bitte? Nur mal so, da haben wir es ja eingeblendet. Genau, nur mal so, vor 3 Wochen erschienen. Das ist eigentlich dieses Album, wozu man jetzt das Cover sieht, ist das richtige reguläre 5. Studioalbum. Und ich habe noch ein Album beigepackt, sozusagen ein Unplugged-Album, weil ich den Sound mag. Und da sind Songs der ersten CDs drauf im Unplugged-Gewand. So dass man quasi einen Überblick bekommt, auch so ein bisschen über das, was ich so gemacht habe. Weil du sagtest ja schon, ich bin nicht so bekannt, aber man arbeitet zumindest dran, in die Ohren der Zuhörerschaft zu gelangen. Und so bekommt man einen akustischen Überblick über das, was man so gemacht hat. Also flüchtig, man kann ja überall reinhören, das ist ja das Schöne. Ja. Und die Stilrichtung ist so, sage ich jetzt mal, grob Schlager, Country auch, oder? Also ich würde Grobschlager gar nicht sagen. Ich würde sagen, es ist bunte deutschsprachige Popmusik, okay, mit einem absoluten Country-Touch, was ja nichts Schlechtes ist. Ich habe das Glück, dass ich mit einigen Songs im Schlagerradio stattfinde, was sehr schön ist, weil ich achte auf schöne Melodien oder bemühe mich zumindest zu schreiben und auch Texte, die ins Ohr gehen und ins Herz. Hab allerdings auch ein paar Rocknummern dabei. Also ich habe mir selbst keine Vorgaben gegeben. Ich denke, erlaubt ist, was Spaß macht. Und das haben ja große Bands wie zum Beispiel die Beatles, die übrigens aktuell in England auf Platz 1 sind. Die haben das ja vorgemacht. Du kannst ja von Blackbird über Obla Di Obla Da, Helter Skelter, du kannst Yellow Submarine machen, du kannst Let Be machen. Es ist alles erlaubt. Die Melodie muss da sein und die Musikrichtung, die ergibt sich dann auch beim Schreiben. Also deswegen bin ich ganz froh, dass es keine Schublade gibt, in die man mich einfach so reinstopfen kann. Ja, genau, das ist nämlich das Problem, glaube ich, bei uns Radioleuten da immer, dass es immer dieses Schubladendenken da immer noch gibt irgendwo, oder?
Das ist ja normal letztendlich. Ist beim Sprechen ja auch so, dass irgendwann, wenn du mit einer tiefen Stimme bla 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 sprichst, dann wirst du dementsprechend dort auch eingesetzt. Wenn du im Fernsehen oder im Kino den Bösewicht gespielt hast, bist du oftmals auf diese Rolle abonniert im Laufe der Jahre und wirst dann nicht als schöngeistiger Liebhaber eingesetzt, sondern böse bleibt oftmals böse. Anscheinend neigt der Mensch zum Schubladendenken. Das macht ihm vieles einfacher. Ja, manchmal. Aber man sieht dann eben nicht die Facetten, was man eigentlich sonst noch alles zu bieten hat, sozusagen. Ne? Genau. Also das bekomme ich ja auch, oder habe das häufig mitbekommen im Studio, wo also wirklich tolle Schauspieler waren, die immer nur für die gleiche Schiene jetzt im Sprachbereich eingesetzt wurden. Obwohl die das andere alles perfekt konnten, aber die Leute wollen das nicht. Und das ist eigentlich schade. Es gibt also so viel Buntes. Aber genau. Gut, es ist nachvollziehbar letztendlich auch, muss ich sagen. Ja, klar. Und es macht die Sache als Musiker macht es im Übrigen nicht einfacher, wenn man so eine bunte Schublade ist, in der man rumwühlen kann. Aber was hilft's? Okay. Ich kann nicht anders. Ja, und du machst oder produzierst deine Titel alle selbst, Text, Gesang alles, und beziehungsweise Musik? Ja, ich schreibe die Songs selbst überwiegend. Ich habe im Vorwege schon auf den letzten Alben einige Songs gemeinsam mit meinem alten Freund Frank Ramon getextet, der unter anderem für Ina Müller alles schreibt, der hat für Roger Cicero alles geschrieben, also der Top-Texter, von ihm habe ich auch viel lernen dürfen. Aber auf dem neuen Album gibt es nur einen Titel, den ich nicht alleine geschrieben habe, den habe ich zusammen mit meinem alten Freund Fabian Harloff geschrieben. Ein Song über das Grillen und über die schöne Zeit am Lagerfeuer, und so heißt er auch. Ja. Aber ansonsten schreibe ich alles selbst. Ja, sehr schön. Fabian Harloff, auch ein guter Bekannter, der war auch schon bei uns zu Gast und ist mit Andy Cisek ja wieder mit seinem Weihnachtshelden dann, glaube ich, wieder am Start dieses Jahr. So ist es. Und übrigens eine ganz tolle Platte. Also hört mal rein, liebe Zuhörer, Zuschauer. Genau. Und der Andy Cisek ist ja auch auf meinem neuen Album. Es gibt eine Untucked-Version eines Titels, den ich bereits mit Truckstop aufgenommen habe. In der normalen Version, die übrigens lange in den Radiocharts war, Lass uns leben, ist der Andi nur im Chor zu hören, aber jetzt als Duettpartner, Lass uns leben auf meiner Unplugged-Platte mit Truckstop gemeinsam. Also wunderbar. Das, und Fabian ist auch auf der Platte, also all deine Freunde und Bekannten sind drauf. Also da schließt sich der Kreis wieder, du siehst, die Musikwelt ist wirklich eine große Familie, kann man sagen, ne? In Hamburg auf jeden Fall, das ist schon mal das Gute. Dann ist ja noch Lotto King Karl dabei, der wiederum auch ein guter Freund ist von Fabian und Truckstop. Und also man kennt sich, man schätzt sich und es ist schön, mal was gemeinsam zu machen. Ja, auf alle Fälle. Und soll ja auch verbinden irgendwo, ganz genau. Absolut. Ja, du hast jetzt vorhin da mal ganz kurz die Beatles erwähnt, gerade das neue Album soweit. KI, also das denke ich mal, sollte eigentlich bei uns in der Musik hoffentlich nie wirklich so richtig Einzug halten, weil soll ja irgendwo noch handgemacht sein. Also bei mir ist zumindest die Musik komplett handgemacht. KI ist schon in der Musik, ist überall drin. Natürlich, aber ob es jetzt so wirklich so intensiv sein muss, ich weiß es nicht. Nee, du, bei mir nicht, also bei meiner Musik nicht. Da ist es auch nicht nötig, denke ich mir. Und was die anderen damit anfangen, sollen sie machen. Ich denke mal, dass die Politiker oder sowas ihre Reden mittlerweile über KI generiert bekommen, weil es viel einfacher ist und teilweise auch besser ist. Und da merkt man, da werden einfach Worte rausgeschossen, die dann halt nicht mehr von der menschlichen Basis sind. Aber meine Musik, die muss handgespielt sein, da muss sich jeder einbringen können, da muss die Luft vibrieren. Wie der Keyboarder sagt, der Hammond-Orgel spielt, ich will die Luft mit aufnehmen. Und da hat er recht, weil eine echte Orgel klingt halt doch noch irgendwo, oder man spürt sie anders als eine sehr gute Fake-KI-Orgel, in Anführungsstrichen. Und das ist halt der Luxus, ist auch das Schöne. Man kann sich alleine ans Lagerfeuer setzen und sich vorstellen, Freunde dort zu haben
Oder man sitzt tatsächlich mit Leuten dort, das fühlt Richtig. sich anders an. So ist es, ganz genau. Aber weißt du, was die Gefahr ist? Dass so Jungs wie wir mit unseren Stimmen, das kannst du jetzt schon einigermaßen gut machen, aber in 2, 3 Jahren wird es so sein, dass du uns 1 zu 1 nachmachen kannst und mal sehen, wie es dann für den Sprecher aussieht. Da bin ich schon gespannt. Oh ja, da wird noch einiges auf uns zukommen, denke ich mal, ne? Ja. Dann nur noch virtuell aus dem Studio und grüne Wand und mal apropos grüne Wand, Ja, ich habe ja unsere einen grünen Jungs Hintergrund. braucht man nicht. Die können unsere Stimmen nachmachen, 1 zu 1. Oder sie nehmen 80% von Heinz Rühmann, 10% von Peter Frankenfeld, da knallen sie rein, oder was weiß ich, 20% rein. Du kannst alles miteinander verbinden und dann hast du irgendwie so ein Hybrid oder einen Klon. Du kannst natürlich auch Stimmen nehmen, die es schon gibt. Es gibt ja auch diese Videos, diese Fake-Videos. Das gleiche gibt es mit Stimmen. Das heißt also, du kannst eine Stimme nehmen und in jeden Text der Welt reinsetzen. Das ist im Synchronbereich vielleicht interessant, wenn für irgendwelche Filme Synchronsprecher schon verstorben sind, dann kannst du das Original nach wie vor nehmen. Das machen sie mit Pumuckl im Übrigen. Hans Klarin wird Ja, durch stimmt. KI generiert und spricht auch die neuen Folgen, was er gar nicht unbedingt weiß. Oder wer weiß. Aber das ist die Zukunft. Das muss nicht immer gut ausgehen. Nee. Das würde mich jetzt eigentlich grundsätzlich mal auch interessieren, unsere Zuschauer. Was haltet ihr da davon? KI hier bei uns in der Musik oder auch bei den Schauspielern oder wo auch immer. Was haltet ihr von KI? Findet ihr es gut oder schlecht? Schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich auch mal interessieren, was da zurückkommt. Genau. Man muss ja auch eins sagen, KI ist ja nicht nur eine Schiene, die da bedient wird. Die KI kann ja in vielen Fällen positiv sein. Also gerade was Medizin angeht oder so, wo du in Sekundenschnelle Zugriff hast auf viel Wissen. Oder zum Beispiel bei der neuen Beatles-Nummer, da haben die Leute gesagt, ja, das ist KI gemacht. Leute, die haben lediglich mit der neuen Technik die mumpfig klingende Stimme von John Lennon damals da durch die neue Technik gemacht und sauber, sodass man sie einsetzen kann. Das ist also ein Vorteil dieser Technik. Das Ja. ist, wir werden sehen, was im Laufe der nächsten Jahre passiert. Auf alle Fälle, da wird es noch viel Spannendes geben, da bin ich mir auch sicher, ganz genau. Ja, du bist zu Hause eigentlich in Hamburg, wie wir schon erfahren haben oder ahnen können, mit Truckstop und so weiter, das sind ja alles die Leute, die in Hamburg angesiedelt sind. Genau. Aber du hast eine Wahlheimat, Spanien, und ich glaube, da treffe ich dich jetzt aktuell an, ne? So ist es. Also, das ist kein Selbstbruch. Das ist tatsächlich so, dass wir momentan das Glück haben hier in Spanien. Ich weiß übrigens nicht, wo ich bei meinem Handy reingucken muss. Ne? Hier, wenn ich jemanden anschauen möchte. Hier, Ja, ne? ist Hallo. völlig okay. Hier. Alles gut. Schaue ich euch jetzt an? Ich kann es ja selbst nicht Ja, sehen. so ist perfekt. Es ist tatsächlich so, dass wir das Glück haben, dass wir ein halbes Jahr in Spanien sein dürfen, über die dunklen Tage, über die grippegefüllten, regengefüllten, dunklen norddeutschen Tage. Und das tut verdammt gut, weil hier ist es so Dauerfrühling, würde ich sagen. Und die Sonne scheint, also du hast also überwiegend Licht. Und das tut eigentlich der norddeutschen Seele sehr gut, wenn es hell ist. Und das ist natürlich im Übrigen auch für die Familie gut, ne? So ein Kind möchte ja nicht immer in Regenjacke rumlaufen. Und ständig mit verschnupfter Nase Papi dann zum Beispiel infizieren, was nicht passiert hier. Und für mich ist natürlich auch cool. Ich schnapp mir die Gitarre und sitze draußen, wie der Hamburger mit kurzer Birks und kann dann wo mich hinklimpern. Das inspiriert auch. Spanien, das ist natürlich wirklich traumhaft, das kann ich mir gut vorstellen. Da bist du jetzt dann mehr auf dem Festland oder auf einer Insel dann? Wir sind auf dem Festland in der Nähe von Valencia. Hinter uns die Berge, vor uns das Meer. Und der Vorteil ist, es ist im Winter alles sehr relaxed. Du hast im Winter keine Touristen. Also, und wenn dann nur so ein paar. Aber es ist alles sehr befriedet. Die Straßen sind frei. Die tollen Supermärkte hier sind ziemlich leer, was schön ist. Muss nicht in der Schlange stehen. Also alles sehr entspannt und sehr locker. Prima, sehr gut. Und friedvoll. Und dann bist du über Weihnachten natürlich auch hier vor Ort. Dann wirst du Weihnachten sozusagen Ja. spanisch feiern. So, ja, so ist es. Ja, und das Geile ist, die Straßen sind alle schon geschmückt, die Lampen sind noch nicht an,
Aber Navidad steht schon überall und die feiern hier richtig. Und auch wenn es da draußen warm ist, Weihnachten mit kurzer Hose schockt, würde ich sagen. Hat auch mal, hat was, ja, hat was. Das ist Ja, mal was ja. ganz anderes, ganz genau. Ja, Aber deine Bäumchen CD, haben wir jetzt kommen natürlich wir, trotzdem. genau, jetzt kommen wir nochmal auf deine CD doch nochmal zu sprechen. Wie gesagt, das Doppelalbum und wo präsentierst du deine Musik? Wo bist du anzutreffen, wenn es dann wirklich wieder die Festivals losgehen und so weiter? Wo kann man dich treffen? Du, das kommt darauf an, welche Festivals sich letztendlich für uns, also das ist dann ja, dann bin ich ja mit der Band am Start, wer sich für uns entscheidet, da wird es nächstes Jahr wieder sicherlich einige geben. Zudem spielen wir natürlich dann auch Clubkonzerte. Eventuell gibt es die Möglichkeit, irgendwo auf eine Tour mit drauf zu springen. Sollte sich jetzt nach, auch wenn es 2 Jahre her ist, nach Covid noch alles einigermaßen weiterhin entspannen. Warte mal, jetzt. Dann, hier kam gerade jemand rein, Entschuldigung. Deswegen, es kann sein, dass wegen meines Sohnes ist und so, ich hoffe, da ist alles in Ordnung, dass sich alles wieder so weit entspannt, dass die Leute auch wieder motiviert sind, mehr zu kommen. Momentan ist es also sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Viele trauen sich noch nicht wieder so richtig aus dem Haus. Da hat sich der Hintern irgendwie mit dem Sofa noch vereint. Ja, die Schwierigkeit, die gibt es dann. Oder sind alle sehr kurzfristig nur am Start? Erstmal abwarten, wie es kommt. Oder ja, also noch ein bisschen holperig, sage ich immer wieder. Genau, aber wir drücken uns die Daumen, dass sich das dann irgendwie bessert. Auf alle Fälle. Ja, ich würde sagen, wenn ich da so die Gitarre jetzt bei dir im Hintergrund sehe, sollen wir mal ein bisschen was. Eine kleine Kostprobe mal geben. Hast Was magst du hören? du, weiß es nicht, was ist dein aktueller Titel? Bisschen Promotion für dich. Endlich mir geflüstert. Das einzig wahre Promi-Geflüster. Ja, yeah, so sieht's nämlich aus. Aber wir wollen ja jetzt keine Konzerte geben, ne? Nee, nee, nee. Alles gut. Nee, aber klingt gut und wie Ich gesagt, spontan, hoffe. ganz spontane Einlage, das ist doch immer wieder was Tolles, ganz genau. Wie gesagt, du bist dann natürlich auch auf den Social Medias anzutreffen, die Homepage. Jetzt darfst du da Genau. ein bisschen Werbung machen, hau rein. Wo kann man dich antreffen? Aurelmusic.de. Da könnt ihr viele Videos sehen. Also wie gesagt, das neue Album ist ja bereits die fünfte Platte. Ich glaube, wir haben jetzt 21 Videos gemacht zu Songs. Also kann man da so bunt reinschnuppern. Da gibt es auch ganz viele Berichte und auch Videos von Live-Konzerten etc. Also da kann man doch einiges über mich und meine Musik erfahren. Und über die geile Band, die mit am Start ist. Also schaut mal rein, das würde mich freuen. Und ich würde mich sehr über ein Like auf Facebook freuen. Schaut da mal rein, da gibt es auch immer die aktuellen Neuigkeiten, wo dann Konzerte stattfinden oder sonst auch immer. Wenn eine neue Nummer erscheint, da gibt es ein neues Video etc. Also so viel Werbung in eigener Sache. Genau, dann hast du noch Oder Instagram haben wir auch. richtig, wollte ich gerade sagen, Instagram und Spotify, da kann man natürlich die Musik auch nochmal anhören. Oder Überall, ja. entsprechend auch auf YouTube, ganz klar. Also die Genau. gängigen Plattformen findet man So ist es. Promigeflüster übrigens auch. Und wir machen natürlich auch entsprechend noch eine Link-Infokarte hinzu. Nee, wo, hier sind wir, hier irgendwo kommt die dann rein. Ja, das ist schwierig. Auf dem Handy weißt du nicht, wo es Genau. klingt, wo es ist. Richtig, ganz genau. So, jetzt ist er durch die Finger ein bisschen eingefroren. Ja, die Tücken der Technik, auch sowas kann natürlich vorkommen. Bei mir war es jetzt vorhin der Ton, der vielleicht nicht so ganz mehr top war. Und bei dir ist es gerade das Handy, was sozusagen ohne Akku natürlich auch nicht wirklich funktioniert und sich bemerkbar gemacht hat, entsprechend. Genau.
Ja, dazu muss man sagen, dass wir eigentlich ja über den PC verabredet waren, der allerdings nicht die Qualität rüberbrachte. Da hat das Bild gestockt. Deswegen musste das Handy dann zum Einsatz kommen, was ich gerade laden wollte. Aber jetzt sitze ich in der Nähe der Ladestation. Insofern sollte es hier fröhlich weitergehen. So, ich sage mal, das ist insofern für uns gar kein Problem. Ich habe neulich gesehen, auch hier, es passiert auch den Profis, wenn das ARD Morgenmagazin irgendwas zeigen möchte und auf einmal das Licht ausgeht, das kann auch passieren in einer Live-Sendung. Ja, natürlich. Und das macht die ganze Sache ja auch dann ein bisschen spannender. Und das würde KI ja nicht passieren, zum Beispiel. Nee, da ist alles perfekt dann, ne? Genau. So ist Ob es. wir dann wirklich hier sitzen würden oder ob uns da zwei Typen da sozusagen vertreten, die wir eigentlich gar nicht sind, bloß noch so tun, als ob. Genau. So ist doch viel fröhlicher und lustiger. Also mir bringt es auf jeden Fall so wesentlich mehr Spaß. Ich muss ein bisschen wieder in die andere Richtung, sonst fällt es mal aus dem Bildschirm raus. Also, Warte so, mal. so ist So, besser. ja, Genau, ich so. zuck hier auch schon immer so. Ich werde das Handy mal umdrehen. So, dann habe ich wieder das Feeling vorhin. So, guck mal hier, das ist doch astrein. So. Sehr schön, sehr schön. Gut, dann würde ich doch sagen, sind wir doch auch schon, ja, leider Gottes auch schon wieder am Ende, so nach und nach. Denn wir haben ja jetzt doch mal ein bisschen was erfahren und haben dich kennengelernt. So soll es sein. Bleib auf alle Fälle dran mit deiner Musik und vielleicht sehen wir Auf uns jeden ja Fall. irgendwo mal in Deutschland mal persönlich irgendwo. Vielleicht zieht es dich auch Ich mal in würde den Süden nach Deutschland. mich sehr freuen. Gerade im Süden gibt es ja glücklicherweise viele Leute, die auf meine Musik reflektieren und ich hoffe, da bald mal spielen zu dürfen. Und der Süden ist ja ohnehin bekannt für seine Sonnigkeit und das sonnige Gemüt der Freunde dort. Also, das wäre ganz toll. Ansonsten, ich meine, 5 Alben, das ist ja schon mal was, da können wir mal ein bisschen reinhören. Und nächstes Jahr gibt es dann natürlich weiteres Futter. Weiteres Futter, genau, sehr schön. Oder irgendwie vielleicht mal mit Andy Cizek was Gemeinsames, dass wir euch da sehen, bei Truckstop irgendwie vielleicht mal auf einem Konzert oder wie auch immer. Du, das kann durchaus sein. Vielleicht ergibt sich da mal was. Also ja, Andi und ich, wie gesagt, sind jetzt gerade aktuell auf einer Nummer zu hören, auf dem Unplugged-Album. Lass uns leben. Und wer weiß, was alles in Zukunft passiert. Also ein Grillen bei Fabian ist auf jeden Fall schon mal geplant. Okay, sehr gut. Okay, dann wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Zeit hier in Spanien noch. Wann geht's wieder nach Deutschland? So ab März, Frühjahr, sowas, Du, oder? im Frühjahr erst, genau. Und da sind wir auch ganz froh, dass es erst im Frühjahr ist. Und Musik wird auch weitergemacht, allerdings stehe ich dann hier in kleinen Clubs mit der Gitarre um den Hals und singe dann zu 70% englische Lieder und zu 30% dann die eigenen deutschen Songs. Die eigenen Deutschen. Sehr gut, Kommt auch gut an. so soll es sein. Alles klar. Aurel, ein Name, den man sich merken sollte und vor allen Dingen seine Stimme sehr geht ins Ohr. Na? Also, bleib dran, Dankeschön. liebe Freunde, bleib du dran und alles, alles Gute und bis ganz bald. Herzlichen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ciao. Ciao. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.